Geräteschuppen unaufgeräumt. Einer kommt ins Buch und möchte gekrault werden. Das Buch, je nach Perspektive, Kontrahent oder Kombattant in dieser Phase, hat aber nur ein Gedicht, zumal ein vermeintlich Schwieriges an der Hand. In der Annäherung und Absicht des einen stecken mehr halbpräzise Bedürfnisse. Es geht nicht darum, unterhalten zu werden. Es sind Wünsche, die etwas enthalten, was sich auf Unmögliches richtet. Zugleich ist die ebenso starke Lust, ein Gedicht zu schreiben, hier nach mehrwöchiger Praxis materialisiert. Es steckt durchaus Mühe darin. Was tun? Leuchtende Pullover. Nachdem die Änderung der Änderung rückgängig gemacht wurde, den Bleistift aus der Hand. Was ich will, ist mit zwei Sätzen zu sagen. Ich möchte meinen Texten gegenüber ein Töpfegucker bleiben. Wie der zweite Satz lauten soll, überlege ich mir noch.